Hallo liebe Kinder, in diesem Video geht es um Farben. Farben sind ja in der Kunst ganz schön wichtig, denn ohne sie wäre die Malerei etwas langweilig. Aber auch im Alltag sind Farben wichtig. Im Straßenverkehr sagen uns Farben, wo wir besonders aufpassen müssen und warnen uns vor Gefahren. Die Werbung will uns mit Farben auf bestimmte Produkte aufmerksam machen. Farben stehen auch für bestimmte Eigenschaften. Grün verbindest du mit Natur und etwas Gesundem. Blau steht für den Himmel, für Vertrauen und Sicherheit. Deshalb haben Banken und Versicherungen oft blaue Farben. Farben sind auch Erkennungszeichen für Berufe. Ärzte tragen weiß, Mechaniker blau, Jäger grün und Schornsteinfeger schwarz. An was denkst du, wenn du rot siehst? An die Feuerwehr? An Blut? Oder bist du einfach wütend, wenn du rot siehst? Der Stier soll ja bei Rot wütend werden. Farben können deine Gefühle und auch dein Verhalten beeinflussen und jede Farbe hat bestimmte Bedeutung. Hellblau ist für manche eine Farbe für Jungs und rosa eine Farbe für Mädchen. Ich denke, das ist Quatsch, weil es keine Jungs- oder Mädchenfarben gibt. Früher war Hellblau die Farbe der Jungfrau Maria, der Mutter Gottes. Sie hatte auf vielen Bildern hellblaue Kleider an und man konnte sie daran erkennen. Hellblau war also früher mal eine Mädchenfarbe. Aber woher kommen eigentlich Farben? Erstmal müssen wir Farben überhaupt sehen können. Unser Auge ist in der Lage, Millionen von Farben wahrzunehmen. Menschen sehen Farben ganz anders als Tiere. Einige Tiere können gar keine Farben sehen, dafür aber nachts, wenn es dunkel ist. Um Farben zu sehen, brauchen wir Licht. Ohne Licht keine Farben, also schwarz. Deshalb ist schwarz auch keine Farbe. Schwarz ist die Abwesenheit von Farbe. In weißem Licht wiederum sind alle Farben enthalten. Das kann man sehen, wenn man ein Prisma benutzt. Das ist ein geschliffenes Glas, das weißes Licht in Farben aufspaltet. Das gleiche passiert bei einem Regenbogen. Hier wird das Licht durch kleine Wassertropfen gebrochen und die Farben entstehen. Farben zu sehen war und ist für den Menschen wichtig. Er konnte reife von unreifen oder verdorbenen Früchten unterscheiden, ohne sie vorher probieren zu müssen. In der Natur gibt es so viele verschiedene Farben, von Früchten, Blumen, Bäumen oder am Himmel, wenn die Sonne untergeht. Aber wie stellt man eigentlich Farben her? Man kann Farben aus Pflanzen oder Blüten herstellen. Der Saft der roten Beete färbt sehr stark. Und mit Tee, Kaffee oder Zwiebelschalen kann man braun färben. Dann kann man farbiges Gestein zu Pulver zermahlen und damit Häuser oder auch Bilder malen. Das haben schon die Urmenschen in Höhlenmalereien so gemacht. Später wurde eine sehr kostbare Farbe aus kleinen Schnecken hergestellt. Die Farbe war so teuer, weil sehr, sehr viele Schnecken dafür gesammelt werden mussten. Die Farbe war so wertvoll, dass nur Kaiser und Päpste diese Farbe tragen durften. Das war Purpur, so eine Art Lila. Purpur ist immer noch die Farbe der Priester. Heute kann man jede erdenkliche Farbe aus chemischen Stoffen herstellen. Und es werden auch Farben erfunden, die es in der Natur gar nicht gibt. Denk mal an die ganzen Neonfarben. Die Menschen kannten schon immer den Regenbogen und auch die Farben, die dabei entstehen. Irgendwann haben sie angefangen, diese Farben zu ordnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Farben zu sortieren, und ich möchte dir hier mal die bekannteste vorstellen, den Farbkreis. Entwickelt wurde er von dem Dichter Goethe, der auch selbst gemalt hat und wurde dann immer weiterentwickelt. Die Farben wurden etwas umgestellt und es entstand der Farbkreis, wie wir ihn heute kennen. Danach haben wir drei Grundfarben, Gelb, Rot und Blau. Die Farben machen wir mal in die Mitte, weil sich daraus die anderen Farben entwickeln. Durch die Mischung der Grundfarben erhalten wir drei weitere Farben. Aus Blau und Gelb wird Grün, aus Rot und Gelb Orange und aus Blau und Rot Violett.
Wenn die aneinandergrenzenden Farben wieder gemischt werden, entstehen weitere Farben. Und immer so weiter. Jede dieser Farben kann wiederum mit Schwarz und Weiß gemischt dunkler oder heller werden. Und es entstehen wieder neue Farben. Wenn Farben nebeneinander oder aufeinander stehen, dann spricht man von einem Kontrast, einem Unterschied. Sind die drei Grundfarben nebeneinander, dann spricht man vom Farbkontrast. Wie bei diesen Häusern, Blau, Gelb und Rot. Oder auch bei diesem Bild. Man kann Farben auch in dunkle und helle Farben unterscheiden. Dann spricht man vom Hell-Dunkel-Kontrast. Stehen sich warme und kalte Farben gegenüber, dann nennt man das Kalt-Warm-Kontrast. Werden in einem Bild die Farben benutzt, die sich im Farbkreis gegenüberstehen, spricht man vom Komplementärkontrast, das heißt entgegengesetzt. In diesem Bild siehst du den Komplementärkontrast rot-grün. Wenn du dir kalt-warm, hell-dunkel und komplementär merken kannst, dann ist das schon super. Die Nachbarschaft der Farben zueinander ist auch sehr wichtig. Das Rot hier ist immer das gleiche. Es sieht aber auf Schwarz anders aus als auf Weiß oder auf Grau. Hier ist der Kontrast so gering, dass man das Rot kaum noch erkennen kann. Farben und ihre Wirkung sind ein großer Bereich in der Kunst und auch in der Wissenschaft. Jeder Mensch sieht oder empfindet Farben etwas anders. Farben sehen auch auf jedem Bildschirm etwas anders aus. Jetzt komme ich zu deiner Aufgabe. Die Idee ist diesmal nicht von mir, sondern von der Internetseite Der Rote Hahn. Den Link findest du in der Beschreibung. Ich möchte, dass du Dinge mit gleichen Farben sammelst und immer gleiche Farben zusammenlegst. Du brauchst Blau, Grün, Violett, Orange, Rot und Gelb. Versuch mal, ob du zu jeder Farbe des Farbkreises mindestens einen Gegenstand findest. Je mehr, desto besser. Und dann mach davon ein Foto. Ich bin gespannt auf deine Bilder. Viel Spaß!